Wie schon vorhin angekündigt, ist die Anna-Maria bei Atlassian angestellt und beschäftigt sich mit, wer arbeitet denn hier in einem Unternehmen, das mehr als, sagen wir mal, 500 Mitarbeiter hat? Kann ich da mal ein paar Hände sehen? Okay, wer arbeitet in einem Unternehmen, das weniger als 50 Mitarbeiter hat? Eine Hand. Ich habe auch, also herzlich willkommen. Bei dem Atlassian Enterprise Club versuchen wir insbesondere sozusagen Bedürfnisse von dem, was ihr als Enterprise Products anseht, zu befüllen. Wir führen auch bei diesen großen Konzernen häufig so kleine Projekte durch und ich würde mich freuen, wenn du uns ein bisschen dabei helfen würdest, sozusagen noch ein bisschen besser zu erfahren, was ihr für die Systeme, die jetzt auf einmal kritisch für das Unternehmen werden, die sozusagen einen hohen Geschäftswert haben. Da hat Atlassian inzwischen in den letzten Jahren sehr viel entwickelt. Und ich freue mich auf deinen Vortrag. Vielen Dank, Anna-Maria, dass du hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy ennyien eljöttetek ma. Oh, ups, falsche Sprache. Sorry. Es passiert mal oft auch im Enterprise-Bereich, dass man halt andere Sprachen spricht und von dem her ist die Zusammenarbeit eventuell nicht am einfachsten. Wir bei Atlassian haben das auch verstanden, dass bis zum bestimmten Punkt haben wir eine bestimmte Sprache gesprochen und dann mussten wir das anpassen. Also ich könnte jetzt den Vortrag auch halt auf Ungarisch weitermachen. Wie viel das bringt, das weiß ich nicht. Also obwohl ich damals die Anfrage auf Englisch von den Cybert-Kollegen bekommen habe, dachte ich, Deutsch wäre vielleicht am passendsten. Ich möchte gern über Zusammenarbeit sprechen als Teil meiner Präsentation. Atlassians Leidenschaft sind Teams. Um Teams richtig effektiv zu machen, braucht man halt richtig gute Zusammenarbeit. Mit der Zeit wird Zusammenarbeit auch immer wichtiger. Als nächster Teil meiner Präsentation möchte ich kurz darüber sprechen, wie man das mit Confluence Data Center gut und erfolgreich gestalten kann. Und zum Schluss ein bisschen Inspiration, wie andere Unternehmen das schon heute einsetzen. Die Atlassian-Werkzeuge helfen Teams, besser zu kommunizieren, in deren Zusammenarbeit erfolgreicher zu sein. Hat's geklappt. Deshalb ist es natürlich sehr wichtig, dass man halt die richtigen Tools verwendet. Produktivität wird halt auch mit der Zeit immer wichtiger und wichtiger. Aber ich fange dann gleich halt mit der einzigartigen Leidenschaft von Atlassian an, Teams. Martin hat schon vorhin die Frage, was ich hier stellen wollte, mir geklaut. Also ich weiß, dass Sie jetzt meistens von Unternehmen kommen, wo mehr als 500 Mitarbeiter beschäftigt sind. Aber dadurch kann ich mir gut vorstellen, dass Teams auch Ihnen, bei Ihnen im Unternehmen halt ein wichtiges Thema ist. Teams stehen auch in dem Mittelpunkt von unserer Mission, manchmal liegen halt sogar. Das ist ein Foto, was wir in 2015 im Dezember gemacht haben, als wir an die Börse gegangen sind. Das war vor dem Sydney-Büro. Also wir sind auch ziemlich begeistert über unsere Mission. Was ist aber die Mission von Atlassian? Wir sind überzeugt, dass hinter allen großen Errungenschaften ein Team steht. Unsere Mission ist es, das volle Potenzial jedes Teams zu entfalten. Oder wie Sie das wahrscheinlich schon öfter gehört haben, to unleash the potential of every team. Ist für uns sehr wichtig. In der Zwischenzeit hat Atlassian gewachsen und wir sind sehr glücklich darüber und vielen Dank dafür, dass schon in der Zwischenzeit mehr als 100.000, über 112.000 Organisationen, nicht Teams, Organisationen global unsere Tools einsetzen und die Produkte benutzen. Aber warum Teams? Was treibt unsere Leidenschaft für Teams? Teams schalten das Potenzial der Welt der Zusammenarbeit frei. Sie schalten das Potenzial der Unternehmen, für den wir alle arbeiten, die Ziele, die wir haben, die täglichen Ziele, die kurzfristigen Ziele, die langfristigen Ziele und alles frei, dass wir halt als Team besser diese Ziele zusammen erreichen können. Die Welt bewegt sich schneller und schneller. Es gibt mehr und mehr Veränderungen und die kommen auch viel schneller auf uns zu.
Wir müssen auch vorbereitet sein, um diese Challenges halt nehmen zu können. Komplexität, die Herausforderungen, was auf uns zukommen, werden auch kritischer. Dadurch ist es sehr wichtig, dass Teams nicht nur als Team, sondern die unterschiedlichen Teams miteinander auch besser, erfolgreicher zusammenarbeiten können. Als Beispiel, vor ungefähr 100 Jahren das Auto Ford T-Modell. Es war ein einfacheres Auto im Vergleich mit den heutigen Autos. Es hatte ungefähr 1500 Bauteile und sein etwas kleineres Team von konnte innerhalb von 2,5 Stunden dieses Auto bauen. Also vom Transport her und auch vom Bauen her war das eigentlich ziemlich schnell und effektiv. Naja, die Zeiten ändern sich. Heute haben wir halt wir kennen die Autos von Tesla zum Beispiel. Die Autos sind etwas komplexer, als das T-Modell damals gewesen ist. Und auch der Herstellungsprozess ist anders. Das Auto ist auch anspruchsvoller. Also die Komplexität, was alle die Teams vor sich haben, wächst und wird halt immer größer. Damals hat man Autos produziert und dann waren wir Kunden, haben wir Autos gekauft. Das verändert sich auch. Jetzt werden Autos im Voraus bestellt und die Produktion geht erst los, wenn die Bestellung da ist. Das verändert natürlich auch wieder sehr viel an dem Teamarbeit, an dem Zusammenarbeit von allen Teams innerhalb von eines Unternehmens. So zum Beispiel Design, Logistik, Marketing, Fertigung. Am Ende des Tages ist das gesamte Unternehmen mit den zahlreichen Teams, die zusammenarbeiten müssen, steht wieder vor weitere Herausforderungen. Alle Teams müssen sich anpassen. In den meisten Organisationen ist das natürlich eine sehr wichtige Frage, wie die Teams miteinander und die cross-functional Teams miteinander zusammenarbeiten können. Dieses zu alignen ist halt natürlich am schwierigsten. Was ist aber wichtig, um diese Zusammenarbeit richtig gut gestalten zu können? Was ist nötig, eine gute Teamarbeit zu schaffen? Gute Teamarbeit ist ein Ding, aber großartige Teamarbeit wäre natürlich noch besser. Und dazu braucht man richtige Leute, die richtigen Praktiken und die richtigen Produkte. Wenn wir schon über Produkte sprechen, kennen Sie diese? Ich gehe davon aus, das war ein Ja. Kurze Frage. Wussten Sie, dass Trello auch zu Atlassian gehört? Das war jetzt so 50-50. Wer von Ihnen benutzt Trello? Hände hoch. Bei mir hat es ziemlich lange gedauert. Sie haben mich, also Robert hauptsächlich, war immer böse mit mir, weil ich immer Post-its benutzt habe. Hinter meinem Laptop ein großes Screen voll mit Post-its. Das war mein Agile Board. Jetzt benutze ich auch Trello, aber immerhin. Also Sie haben mich überzeugt. Demnächst möchte ich aber über Confluence sprechen. Wer von Ihnen benutzt Confluence? Ich hätte das besser so fragen können, wer nicht Confluence benutzt. Gibt es ja keiner. So ist es. Also wahrscheinlich in den nächsten paar Minuten werde ich wenig neu Ihnen erzählen können. Dazu aber, wenn Sie Ideen haben, was Sie mit anderen hier im Raum teilen möchten, wie man Confluence einsetzen möchte, ich würde gerne auch Use Cases Ende meiner Präsentation von Ihnen hören, falls Sie das teilen möchten, aber ich habe ein paar auch mitgenommen. Aber Confluence. Confluence ist die Content Collaboration Software, die die Arbeitsweise moderner Teams verändert. Einfache Zusammenarbeit. Man kann in dem Kontext kommentieren, mit größeren Teams zusammenarbeiten. Egal, ob man jetzt auch im gleichen Ort ist, es ist absolut unabhängig von der Zeitzone. Man arbeitet in einem Space oder in einer Seite zusammen auf bestimmte Projekte. Es ist viel mehr als nur Text.
Man kann in unterschiedliche Sprachen, aber auf jeden Fall über unterschiedliche Projekte arbeiten, Meeting Notes machen. Mein favoriter Feature von Confluence ist auf jeden Fall kollaboratives Editing. Während wir ein Meeting haben mit 5 bis 8 Leute, alle können zu gleicher Zeit auf den Meeting Notes arbeiten und wir brauchen nachher kein Nacharbeit machen. Meeting Notes sind zu Ende des Meetings auch schon fertig. Alles ist organisiert und in der Reichweite. Es ist der Single Source of Truth. Alles ist in einer Seite und alle Teams und alle Kollegen, die in einem bestimmten Projekt involviert sind, wissen genau, wo sie hin müssen, hin können, um alle Informationen finden zu können. Und natürlich die Integration mit Jira Software. Auch nicht zu vergessen, das ist meiner Meinung nach am wichtigsten für das Software-Team, nämlich Software-Teams, nämlich mit der Integration zwischen Jira-Software und Confluence schafft man halt Transparenz. Wie kann man Confluence deployen? Und hier kommen wir auch zu den Enterprise-Themen, was Martin vorhin erwähnt hat. Oft nennen wir das einige Lösungen von uns Enterprise-Lösungen, aber gleich werde ich auch kurz dazu sprechen, warum es nicht nur Enterprise ist, sondern es mehr davon abhängig ist, wofür Sie die Produkte benutzen, wie unternehmenskritisch die Use Cases sind. Immerhin, Confluence können Sie halt auf 3 verschiedene Art und Weise halt installieren, bereitstellen. Einmal bieten wir unsere Cloud-Produkte an. Also dann können Sie bis zum 2000 User auf einer Instanz von Atlassian das Produkt hosten lassen. Wir haben die Confluence Server Installationsoption, wobei Sie hinter Ihrem Firewall halt auf einem Hardware oder Virtual Server Confluence installieren können. Und wir haben die, was wir oft Enterprise-Lösung nennen, die Data Center Option. Data Center ist eine aktiv Clusterlösung für Confluence mit Hochverfügbarkeit und vieles mehr, aber da komme ich noch gleich dazu. Confluence Data Center können Sie nicht nur hinter Ihrem Firewall hosten, Sie können das auch hosten lassen in einem Private Cloud, wie zum Beispiel Amazon oder Azure. Das sind aber nicht die Begrenzungen, die Sie haben, nämlich alle nicht genannte Private Cloud Lösungen, die die bestimmte Atlassian Bedingungen halt zufriedenstellen, die können Sie auch benutzen. Und unsere Solution Partner bieten auch, nicht alle, aber viele Solution Partner, wie auch Cybert Media, bieten auch Hosten an. Also Sie können Confluence Data Center für Sie hosten. Also GDPR-technisch bleiben Sie halt im Land. Also von dem her passt halt. Data Center Produkte. Was sind die wichtigste, was waren die Ideen dahinter, dass man Data Center Produkte gemacht hat, dass wir auch bis heute daran arbeiten, um diese immer zu verbessern? Einmal haben wir verstanden, dass Verfügbarkeit, Hochverfügbarkeit sehr wichtig ist und daran haben wir auch gearbeitet, dass sie halt Standard halt verfügbares Plattform anbieten können für ihren Usern. Weiterhin ist Leistung natürlich sehr wichtig, aber auch bei Skalierung. Ununterbrochene Leistung, gute Performance, auch wenn mehr User auf dem Confluence Data Center draufkommen. Und als Dritte, Admins haben bessere Kontrolle über was die unterschiedlichen User machen können oder eben nicht machen können. Architekturtechnisch sieht es ungefähr so aus, das ist etwas vereinfacht. Im Grunde genommen haben Sie Confluence Data Center schon im Haus? Confluence Server im Haus? Ja, dann haben Sie wahrscheinlich halt einen Single Server, die schon verbunden ist mit einer Datenbank, eventuell mit einem Shared File System. Wenn Sie zum bestimmten Punkt die Entscheidung treffen, weil die Use Cases mission critical sind, die müssen zugleich immer verfügbar sein, und Sie die Entscheidung treffen, um diese Confluence Server auf Data Center zu upgraden, dann werden Sie eigentlich nur ein Load Balancer und extra Server in diesem Cluster hinzufügen können. Ja, der Prozess ist ein bisschen komplexer, als ich das gerade gesagt habe, aber das ist halt die Theorie. Und Ende des Tages, dadurch, dass Sie mehr Knoten, mehr aktive Server in dem Datacenter haben, dadurch werden Sie die Hochverfügbarkeit anbieten können. Weil wenn der eine Server ausfällt, die andere übernehmen automatisch die Arbeit. Die Load Balancer
balanced den Load, also leitet quasi die Last an den immer noch funktionierenden Server weiter. Es ist wichtig, dass alle diese Server innerhalb von einem Data Center in dem gleichen Low-Latency-Netzwerk bleiben müssen. Skalierung habe ich vorhin gemeint, dass es wichtig ist. Gibt es heute im Raum jemand, der mit Skalierung Herausforderungen hat oder Pläne hat, um weitere Teams auf Confluence zu schalten? Es waren nicht viele, die jetzt die Hände hochgehalten haben, jedoch kann ich Ihnen sagen, aus Erfahrung mit, auch von den letzten 2 Jahren mit den Kunden, mit denen ich zusammengearbeitet habe, man weiß es meistens nicht, dass die Skalierung kommt. Aber wie Atlassian immer in allen Organisationen schon am Anfang gewachsen ist, ein Team fängt an zu benutzen, der Nächste hört drüber, der ist ein cooler Produkt, dann mache ich auch mit. Und zum bestimmten Punkt wissen sie nicht, aber sie haben mehr 1000 User. Also aufpassen, die User kommen noch. Wir haben auch intern getestet mit den mehr aktiven Nodes innerhalb von einem Data Centers. Ist es bewiesen, dass halt die Performance von dem Produkt halt viel besser wird, dass man halt den gleichen Performance auch mit mehr User anbieten kann. Und dafür, dass Sie das auch intern mit Ihren eigenen in ihrer eigenen Umgebung testen können. Wir haben auf unserer Webseite ein Performance-Testing-Framework zur Verfügung gestellt. Basiert auf diese können Sie mit einer Testlizenz das intern bei Ihnen im Hause auch testen, wie das halt für Sie eventuell funktioniert, ob Sie das überhaupt nötig haben. Einer der weiteren Features von Confluence Data Center ist Disaster Recovery, was natürlich ziemlich wichtig ist, falls Sie einen Plan B haben möchten. Stellen Sie sich nicht vor, sollte etwas passieren, dann auf einem anderen Ort haben Sie halt quasi den gleichen Cluster, was Sie gleich einschalten können, und die User, die auf Confluence zugreifen möchten, die haben die Möglichkeit, um mit den gleichen Daten weiterarbeiten zu können, ohne Verlust. SAML 2.0 Unterstützung ist auch eine der neueren Features, was wir im Confluence Data Center anbieten. Und dieses ermöglicht sicheres und einfaches Anmelden für Teams. Weniger Frustration für die Admin mit alle E-Mails, um Passwörter zurückzusetzen. Und als User ist es natürlich toll, dass man auch nur weniger Passwörter sich merken muss. Mit der erweiterten Überwachungs- und Monitoringsfunktion ist das Upgrade-Prozess auf eine neuere Version viel einfacher. Die Unterstützung von populärsten Single-Sign-On-Lösungen sind auch verfügbar gemacht. Also wie Okta zum Beispiel ist auch hiermit kompatibel. Also mit Data Center können Sie ein hochverfügbares System anbieten und skalieren mit ununterbrochenem Zugriff und stabile Leistung. Und bevor ich hier weitermache, muss ich kurz eine Pause machen. Lang lebe Allergie. Ich hoffe, dass Sie zumindest damit keine Herausforderungen haben. Tut mir leid. Wenn wir schon über Skalierung reden, Kunden, die Data Center einsetzen. Global gibt es mehr hundert von Unternehmen, die Data Center, Confluence Data Center täglich im Einsatz haben. Nicht unbedingt, weil sie dieses Plattform oder weil sie die Technologie jeden Tag anbieten müssen und immer skalierbar hochverfügbar haben müssen, sondern die Information, was auf Confluence ist, das ist am wichtigsten für diesen Kunden. Im Grunde genommen hat Confluence sehr viele Out-of-the-Box-Features, was wir täglich benutzen. Also wie gesagt, mein Lieblingsfeature war kollaboratives Editing. Aber es gibt manche Use-Cases, manche Fälle, wo Sie auch andere Features benutzen würden. Und dazu haben wir Marketplace-Apps. Bevor wir aber mit diesen weitergehen, noch ganz kurz. Würden Sie die Entscheidung treffen, um auf Data Center zu upgraden? Sie sind nicht alleine. Sie werden nicht alleine gelassen. Sie müssen das nicht alleine machen. Wir bieten 2 Unterstützungsoptionen an. Einmal Premier Support und einmal Technical Account Management. So heißen die 2 Services. Standard-Support haben Sie jetzt schon, wenn Sie einen Confluence-Server mit Wartung haben. Aber wenn Sie ein Support-Ticket beim Standard-Support jetzt aufmachen, dann stehen Sie in der Schlange mit ein paar anderen Kunden.
Können Sie sich noch erinnern, was ich vorhin gesagt habe, wie viele Organisationen mit uns zusammenarbeiten? Sie haben zugehört, wunderbar. Es war ein Glücksmoment. Immerhin, dann stehen Sie in der Schlange halt mit 112.000 anderen Organisationen, die eventuell Fragen haben. Aber wenn das System kritisch ist, was Sie anbieten, und es wichtig ist, dass es halt schnell gefixt wird, falls es ein Downtime passieren würde, von Premier Support kriegen Sie eine schnellere Antwort. Was natürlich auch sehr wichtig ist, dass Sie halt mit einem bestimmten kleineren Team zusammenarbeiten und die SLAs, die Reaktionszeiten, sind viel schneller. Und Sie kennen auch das Team viel besser, Sie können viel mehr davon profitieren. Wenn es um strategische Unterstützung geht, wie es weitergehen soll, wie Sie besser Ihre Atlassian-Investierung halt ausnutzen können, dann können Sie am besten auch mit einem Technical Account Manager zusammenarbeiten. Das ist aber noch nicht alles. Wir haben auch unsere tolle Solution-Partner, die Sie vor Ort unterstützen können. Und wenn wir schon über Teamarbeit sprechen, es ist nicht eine Alternative, dass Sie mit einem Premier Support, mit Technical Account Manager und mit Solution Partners zusammenarbeiten, aber die drei miteinander nicht zusammenarbeiten. Sie arbeiten immer zusammen, damit Sie als Unit, als Team, Sie halt am besten unterstützen können. Und unsere Solution-Partner sind auch sehr stark damit beschäftigt, Martin hat das noch kaum erwähnt, dass sie auch unterschiedliche Apps ermöglichen, damit sie außerhalb der Out-of-the-Box-Funktionen noch weitere Features in Confluence und auch in andere Produkte ermöglichen können. Wir haben über 400 Apps, die halt auf dem Marketplace für Data Center verfügbar sind. Und zum Schluss möchte ich jetzt einiges über den Use Cases erzählen. Also ich dachte, dass ich nehme ein paar Beispiele auch aus meinem täglichen Leben. Bei Atlassian, wie soll ich das am besten übersetzen? Wir benutzen alle unsere Produkte, da bleibe ich dabei. Wir testen auch alles immer selbst. Also bevor ein Feature released wird für unsere User, für unsere Kunden, wir testen das immer auch selbst. Manchmal kann das frustrierend sein. Andererseits wissen wir, was kommt und man hat ziemlich viel Spaß damit. Und ich sage auch nicht, dass kollaboratives Editing gleich am Anfang perfekt war. Nein, macht aber super viel Spaß. Wir haben in meinem täglichen Job arbeite ich sehr viel mit unseren Kunden aus der Automobilbranche zusammen. Ungefähr vor einem Jahr haben die Kunden gesagt, dass sie auch sich untereinander gern austauschen würden, wie die unterschiedliche Atlassian-Tools benutzt werden, was die Use Cases sind. Wir dachten, okay, wir haben User Groups, warum machen wir kein Industry User Group? Wir haben einen Automotive User Forum. Den letzten hatten wir vor einer Woche, auch mit 30 Teilnehmer von 8 unterschiedlichen Firmen. Und da werden immer unterschiedliche Use Cases vorgestellt, wie ein Confluence, wie ein Jira vorgestellt wird. Wichtiger aber, dieses Event muss auch organisiert werden. Um dieses zu unterstützen, haben wir eine Confluence-Seite, ein Confluence-Space dafür bereitgestellt. Und alles quasi, was für das Event passieren muss, machen wir auf diese Seite. Während wir mit 3, 4 Kunden und eventuell mit ein paar Partnern, die uns auch unterstützen, über Organisation telefonieren, können wir alle gleichzeitig unsere Ideen auf diese Seite eintragen. Geht super schnell und es macht die ganze Zusammenarbeit viel effizienter. Was halt natürlich das Ziel von dem Feature ist. Das sind nicht die einzigen Teams, die Confluence so benutzen. Quasi innerhalb von Atlassian alle Teams, die zusammenarbeiten, Projekte machen, Produktplanung machen, benutzen Confluence ziemlich häufig. Das daneben gibt es natürlich auch andere Anwendungen außerhalb der Standardfunktionen, wie zum Beispiel Linchpin. Darüber werde ich jetzt nicht weiteres sagen, weil das werden Sie noch später sicher hören, wenn Sie das noch nicht im Einsatz hätten. Und natürlich als Knowledge Base ist es sehr wichtig, dass man die Information, was ich vorhin schon erwähnt habe, halt immer zur Verfügung stellen kann. Wenn Sie ein Confluence haben, was mit Informationen voll ist, was nicht unbedingt jeden Tag rund um die Uhr verfügbar sein muss und Sie mit der Anzahl von Usern auf einem Confluence-Server glücklich sind, dann
bin ich sehr glücklich für Sie. Jedoch, wenn es das nicht der Fall ist und Sie brauchen Hochverfügbarkeit für die Information auf Confluence, dann ist Confluence Data Center definitiv eine Option, was Sie sich auf jeden Fall meiner Meinung nach überlegen sollten. Einer der globalen Beispiele, was ich gern zeigen möchte oder worüber ich kurz sprechen möchte, ist von Mitchell International. Es ist ein amerikanisches Unternehmen, die Software entwickelt, überraschenderweise. Die Software wird hauptsächlich von der Automobilindustrie verwendet, zur Verwaltung für Konflikte unter anderem. Der Produktmanager hat halt beschrieben, dass nachdem sie Confluence für die Verwaltung von alle Inhalte und Informationen, die von technischen Support- und Operations-Teams benutzt wurden, musste dieses Knowledge Base in Confluence rund um die Uhr verfügbar sein. Alle Teams mussten Zugang zu diesen Informationen haben. Ein Server wäre nicht ausreichend gewesen. Hochverfügbarkeit war notwendig und sie konnten keinen Failover mit einem Single Server ermöglichen. Deshalb haben sie den ganzen Confluence Knowledge Base auf Confluence Data Center upgegradet, umgeschaltet. Splunk. Gibt es hier Firmen im Raum, die Splunk auch selbst einsetzen? Einiges. Splunk entwickelt auch Software und sorgt dafür, dass die Logfile-Daten skalierbar und nutzbar werden für die User. Sie benutzen unter anderem auch Confluence Data Center. Splunk vertraut für verschiedene Aspekte diesen Entwicklungsprozess auf Confluence Data Center, einschließlich Internet-Team- und Projektwebseiten, automatischer Generierung von Release-Notes und zahlreiche Projekt- und Strategiedokumente. Confluence ist auch verbunden bei Splunk mit anderen Atlassian-Produkten. Ich denke, aus Erinnerung waren das zumindest Jira und HipChat. Und zum Schluss Amadeus. Kennen Sie Amadeus? Manche kennen Amadeus. Amadeus, deren Flagship-Produkt ist Altea. Und Amadeus, deren Ziel ist, dass sie halt unterschiedliche Reisebüros mit Fluggesellschaften und andere Gesellschaften in Verbindung bringen, damit die Reisebüros die Tickets verkaufen können. Stellen Sie sich vor, wenn diese Verbindung nicht mehr da ist. Keine von den Reisebüros auf der ganzen Welt können, die Reisebüros, die Altea benutzen, können kein Tickets mehr verkaufen. Und da geht unser Urlaub durch den Fenster. Also das wollen wir auf keinen Fall. Amadeus will das natürlich auch nicht. Und von dem her haben sie sich auch auf Confluence Data Center oder neben Confluence Data Center entschieden. Mit Hilfe der Atlassian-Werkzeuge können die Teams unabhängig von Standort, Zeitzone immer auf die Informationen zugreifen, wie sie unterschiedliche Support-Lösungen finden können und bieten können. Kurz aber bündig, das wären die Use Cases, die ich Ihnen heute vorstellen wollte. Gibt es irgendwelche Fragen, wobei ich Sie unterstützen könnte? Ja. Ich komme mit dem Mikro. So. Ich sehe ganz klar der Fokus auf Teams, wahrscheinlich auch insbesondere technikaffine Teams, die kein Problem haben mit Software umzugehen, ist gut, der funktioniert, sehe ich auch bei uns im Unternehmen. Das Ausrollen von einem Social Intranet bringt nur eine ganz andere Usergruppe mit ins Haus, nämlich normale Mitarbeiter, die auch mal sagen, da habe ich keine Schulung zu gehabt und so weiter. Ja. Wo jetzt zum Einzelnen auch mal, also natürlich erstmal positive, konstruktive Kritik, die wir hören, aber über einige Plugins wird dann schon mal gemeckert, sage ich mal, dass zum Beispiel bei einer Easy-Form jetzt keine Mail zurückkommt an irgendeinen Absender oder, also Detailthemen sozusagen. Wie steht Atlassian dazu, einfach mal den Fokus sozusagen zu erweitern, dass man noch Usability-Features sozusagen für einen Endanwender auch überdenkt, der einfach über die Bereitschaft von IT-affinen Menschen hinausgeht? Mhm.
Also erstens vielen Dank für die Frage. Ich finde, dass es eine richtig gute ist. Und ich kann und möchte gleich bestätigen, dass Sie nicht der Einzige sind, der sich fragen, wann wir auch andere Features eventuell unterstützen werden. Im Grunde hat Atlassian mit Jira angefangen und dann alle anderen Produkte auch für Softwareentwicklung entwickelt. Und mit der Zeit haben wir selbst intern realisiert, wie gut man eigentlich auch die Produkte für andere Use Cases halt bereitstellen kann. Dadurch, dass wir selbst eher uns als Produktunternehmen positionieren als Serviceunternehmen, ich denke, dass das halt im Bereich fällt, wo ein Solution Partner sehr viel Unterstützung leisten kann. Ich kann mir das weniger vorstellen, dass wir in irgendwelche Richtung uns von Teams halt weiter positionieren würden. Jedoch, wenn es die Funktionalitäten von den Produkten oder die Usability oder die Verständlichkeit oder wie man weitere Users auf einem bestimmten Produkt bekommt innerhalb des Unternehmens oder weitere Teams sogar, dabei können am besten Solution Partner vor Ort Unterstützung leisten. Also Solution Partner ist praktisch sowas wie wir und nebenbei erwähnt. Zum Beispiel. Nur um es greifbarer zu machen natürlich. Ja, genau. Also wir reden tatsächlich über Dinge wie Onboarding-Guides zum Beispiel. Ne? Also dass man so einen Click-Through-Pfad hat, um die Applikation zum Beispiel kennenzulernen. Wenn wir über bestehende Komponenten sprechen, wie jetzt ein Plugin, was angesprochen wurde, wo die Usability vielleicht nicht so gut ist, dann lohnt es sich tatsächlich an den entsprechenden Anbieter dieses Plugins auch heranzutreten. Weil das tatsächlich so ist, dass wir jetzt als Marketplace-Vendor zum Beispiel selbst für das Produkt natürlich dann auch verantwortlich sind. Das heißt, Atlassian selbst könnte vielleicht mit denen sprechen und sagen, guck mal, die Usability ist nicht so toll, wie wir uns das vorstellen, aber im Endeffekt könnten sie auch nur mit dem Anbieter dann ins Gespräch gehen. Ja, also ich sehe es als Kombination einmal davon, dass wir als Solution-Partner natürlich dabei unterstützen können. Wenn es jetzt um Usability von bestimmten Aspekten geht, von bestimmten Erweiterungen zum Beispiel, dann liegt es eben nicht in der Hand von Atlassian selbst, das Ganze zu machen, sondern dann macht es Sinn, auch entweder über uns zu gehen, dass wir mit dem Marketplace-Vendor dann zum Beispiel sprechen, mit dem Plugin-Anbieter oder App-Anbieter oder man eben direkt den Kontakt dort sucht. Genau, und wenn Sie halt den Weg nicht finden, wie Sie halt dieses Feedback channeln können, Sie können immer ein Support-Ticket bei Atlassian aufmachen und dann bekommen Sie halt entweder die Kontaktdaten von dem Vendor, in welche Richtung Sie gehen können, oder Sie kriegen auf jeden Fall eine Richtung, wie Sie am besten weiter können. Ja? Ich weiß noch gar nicht, wie ich das jetzt richtig formulieren soll. Auf Ungarisch bitte. Mir geht es darum, was Sie so anfangs gesagt haben, die Zusammenarbeit über mehrere Länder und Sie haben auch gesagt, angesprochen, dass Sie so ein paar Organisationen haben, wo sich zum Beispiel die Automobilindustrie zusammenfügt und Feedback gibt. Ja. Also es geht so ein bisschen in beide Richtungen, auch an Seibert, die Frage. Ich suche zum Beispiel seit längerem eine Lösung für unsere verschiedenen Standorte in der Welt. Ich habe 3 verschiedene Sprachen. Mir fehlt im Confluence so richtig diese gute Lösung, wie man die 3 Sprachen kombiniert, an einem Inhalt sozusagen. Und warte, dass irgendwann mal auf dem Marketplace irgendwas erscheint, was mir dabei weiterhilft. Wie kann man in die Richtung zusammenarbeiten, vielleicht auch in Deutschland oder gegenüber Team, vielleicht über Seibert oder direkt über Atlassian, um zum Beispiel so gewisse Use Cases, auf die man immer wartet und die dann doch nie kommen, weil es dann doch andere Prioritäten gibt, um das ein bisschen zu beschleunigen oder zu initiieren. Übersetzungstechnisch haben wir, wenn man das vergleicht, was wir vor 2 Jahren an Übersetzungen hatten in den Produkten und über Use Cases, dann haben wir in den letzten 2 Jahren auf jeden Fall riesengroße Schritte gemacht. Ungarisch-Muttersprachler mit dem deutschen Markt arbeiten, da kann ich bestätigen, dass wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber auf jeden Fall verändert sich das natürlich auch mit den Anforderungen und mit dem Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen. In der Softwareentwicklung ist halt Englisch immer halt eine Sprache Nummer 1 gewesen, also von dem her hatte das
weniger Priorität innerhalb von Atlassian, und um in der Richtung Use Cases und auch das Produkt selbst halt in unterschiedliche Sprachen zur Verfügung zu stellen. Im Business wird das natürlich auf jeden Fall sehr schnell anders, weil ich kann mir das nicht vorstellen, dass in China irgendjemand Confluence auf Englisch am liebsten vor sich sehen würde. Und dafür gibt es auch einige Apps, die das ermöglichen, und ich möchte jetzt nicht etwas sagen, was nicht stimmt, aber soweit ich mich erinnern kann, Lynchpin ist auch eine der Lösungen, womit man diese ermöglichen kann. Und als, was ich Feedback am liebsten mitnehmen möchte, ist, dass die Kommunikation über diese Lösungen noch zu verbessern wäre, weil sehr viel von diesen sind schon verfügbar. Nun müssen wir sicherstellen, dass sie da auf die Informationen Zugriff haben. Das ist tatsächlich ein schöner Kandidat für eine Session später auch. Wir sehen tatsächlich, wenn man von Mehrsprachigkeit des Systems, sprich es verschiedene Ebenen gibt. Wir haben einmal, das ist das, was Anna-Maria sagte, die Übersetzung von Confluence als solches, dass da verschiedene Sprachversionen zur Verfügung stehen. Dann gibt es den Content, der ja zum Beispiel in Deutsch angelegt wird, aber auch in Englisch verfügbar sein sollte, dort eine gute Lösung für bereitzuhalten. Da haben wir zum Beispiel einen Language Manager im Atlassian Marketplace. Uns ist aber auch bewusst, dass die aktuell verfügbaren Lösungen noch nicht ideal sind. Insofern wäre es schön, in der Session mal darüber auch zu sprechen. Wir haben tatsächlich gestern, als wir uns mit dem News Publishing beschäftigt haben, hier mit einigen Kunden, kam das Thema auch auf. Und dort sind schon einige Anforderungen genannt worden, die die heutigen Marketplace-Lösungen so nicht erfüllen. Und insofern wäre das eine gute Gelegenheit, sowas später mal in einer Session zum Beispiel zu behandeln. Letztendlich bräuchte es vermutlich dann einen Marketplace-Vendor, wie wir sagen, also einen Anbieter auf dem Atlassian Marketplace, der sagt, okay, ich sehe da eine Chance, dass wenn wir diese Lösung auf den Marketplace bringen, dass ich das auch kaufmännisch tragen kann, zumindest mittelfristig. Ja, das heißt, wir können da gerne später in der Session drüber sprechen und schauen, welche Lösungsansätze sich dort ergeben. Es sind ja ein paar Kollegen auch da, die gestern auch schon mit dabei waren, wo wir bei den News über Mehrsprachigkeit gesprochen haben. Da ist schon ein paar Anforderungen gesammelt worden, die möglicherweise genau in die Richtung gehen. Ich würde sagen, generisch, was mache ich mit solchen Ideen und Anforderungen? Am besten mit einem Partner drüber sprechen. Wenn man beim Atlassian Summit ist, zum Beispiel auch mit den Atlassians den Kontakt suchen, bei Atlassian User Groups drüber sprechen. Und dann kann man halt gucken, ob sich verschiedene Leute zusammenfinden, die das gleiche Bedürfnis haben. Dann können wir zum Beispiel versuchen, sowas als Solution-Partner und als Plugin-Anbieter ja auch dann in die Realität zu überführen. Das ist vielleicht auch eine gute Überbrückung zu dem Werbemoment für unseren Summit. Erste Woche September sind wir wieder in Barcelona. Da haben wir unseren nächsten jährlichen Summit. Jetzt sind noch die Early Bird Tickets an der Webseite verfügbar. Ich denke, die Tickets kann man auch über die Solution Partner auch anschaffen. Aber ich würde Sie auf jeden Fall gerne dazu motivieren, um auf unseren Summit zu kommen. Es ist mehr als eine Erfahrung. Also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung fürs Leben. Also hoffentlich werden wir uns da wiedersehen. Gäbe es noch weitere Fragen zum Thema? Ja? Ja, ich komme. Dirk Westenberger, hallo. Wir benutzen Confluence bislang noch hauptsächlich intern, öffnet das jetzt gerade so Stück für Stück auch extern, also Kunden. Ich schaue da hauptsächlich jetzt mal so aus der Marketingseite drauf, also in Richtung CI/CD-konforme Darstellung der Seiten. Da fehlt mir im Moment so ein bisschen wahrscheinlich das Wissen darüber, was da so geht und was nicht geht. Mhm. Mir fällt auf, dass die Seiten meistens halt nach Confluence aussehen und nicht wie in unserem Fall nach HUB AG. Ne? Also gibt es da Möglichkeiten oder gibt es da Beispiele, die Sie uns da zeigen könnten? Also das gehört auch nicht zu den Out-of-the-Box-Features von Confluence, jedoch es gibt Plugins auf dem Marketplace, womit Sie das einigermaßen anpassen können, dass es nicht nach Confluence aussieht. Es ist sehr simpel, würde ich sagen, das Design. Und für bestimmte Fälle und für bestimmte Anforderungen ist es mehr als perfekt. Ich kann mir aber vorstellen, dass Sie das mehr in der Richtung von den Unternehmensvorschriften und Design halt stylen möchten. Und dazu gibt es halt Plugins und wiederhin Solution-Partner, die Sie dann dabei vor Ort unterstützen können, um dieses zu entwickeln. Danke. Zufälligerweise haben wir da ein Lynchpin Theme Plugin, das das Theming erfüllen kann. Wer hätte es gedacht? Richtig.
Und tatsächlich auch eine Extranet-Lösung, Space Privacy, auch über den Marketplace erhältlich, die für den Use Case der Extranet-Nutzung eben auch dafür sorgt, dass zum Beispiel unterschiedliche Kooperationspartner, Kunden und so weiter nicht gegenseitig sich sehen können, dass sie in diesem System existieren. Was jetzt unter dem Stichwort DSGVO auch nochmal eine neue Brisanz bekommen wird. Da sind auch die Produktmanager später auch da oder sind auch hier schon da und da können wir gerne Kontakt herstellen. Katrin Ammer, hallo. Ich hätte noch mal eine Frage, ob Sie was zu den geplanten Integrationen zwischen Confluence und Stride sagen könnten. Weil das wäre sowas, was wir uns wünschen, dass man eben direkt aus dem Confluence auch einen Chat starten könnte, weil nicht immer ist jede Diskussion gleich, dass ich irgendwie eine Themenseite habe, wo ich dann gleich alles reinschreiben kann. Ja. Also das. Sie wissen, wie offen wir sind von Atlassian. Ich hoffe, Sie haben es mitbekommen, dass ich leidenschaftlich meinen Job mache. Ich liebe, was ich mache und ich möchte meinen Job behalten. Und von dem her möchte ich leider diese Frage ausweichen, weil ich leider über zukünftige Pläne und Roadmaps-technische Punkte nicht sprechen darf. Tut mir leid. Vielleicht da noch der Hinweis auf den tatsächlich auf den Atlassian Summit, weil dort ja sehr, sehr viele Announcements auch erfolgen. Also da ist wirklich die Möglichkeit, mit den Atlassians dann auch nochmal 1:1, natürlich geht es auch heute, nochmal ein 1:1 Gespräch zu suchen, aber eben auch in Barcelona und da sind sehr, sehr viele Announcements, die dann rund um diesen Termin auch stattfinden und da werden tatsächlich dann auch mal Einblicke in praktisch in die Roadmap gewährt. Da Atlassian mittlerweile auch eine Aktiengesellschaft ist, kommen nochmal ein paar andere Verpflichtungen auch damit einher, was das angeht. Eine allerletzte Frage kann ich vielleicht gerade noch so zulassen, ohne dass Jimena mir hin in den Allerwertesten tritt. Gibt es da noch eine? Ansonsten haben wir heute mal versucht, Ihnen allen ein gesundes, leckeres Mittagessen zu offerieren. Ist ja bei Veranstaltungen manchmal etwas schwierig, sich gesund zu ernähren. Wir wollten das Ihnen heute möglichst leicht machen. Dafür gibt es von Dean und David draußen Verpflegung. Und genau, wir werden hier ein bisschen aufräumen, also einfach draußen Essen nehmen. Und wir freuen uns natürlich auch zum Essen auf Feedback, ob das so Anklang gefunden hat oder nicht. Herzlichen Dank, Anna-Maria. Du bist Vielen ja auch noch Dank. Weiterhin da, ne? Ja, so ist es. Genau, super. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.